Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu The Hunter Call of the Wild. Ja, ich habe hier eine Mission und soll in einem bestimmten Gebiet zwei unterschiedliche Kojoten entdecken, also nur zu Gesicht bekommen. Und zwar bin ich jetzt hier in Layton, bei dem Mount Levitian oder wie das heißt. Und hier unten habe ich so eine Bedürfnisstelle gefunden. Und ich bin jetzt hier oben und will jetzt halt hier runter. Ich habe mir da einen Wegpunkt gesetzt. Und ja, würde mal sagen, wenn ich dann da angekommen bin oder irgendwie unterwegs was Interessantes passiert. Ach ja, will ich ja kurz nochmal zeigen, was ich mit habe. Ich habe einmal meine Coach Mage oder wie das heißt, Lever für Großwild. Und halt nur den Bogen mit halt den verschiedenen Pfeilen von klein bis groß. Ja, das war es auch schon. Halt die Caller noch so und ja, ich versuche jetzt einfach mal so ein Kojote vors Gesicht zu bekommen. Ja, es regnet wieder, das will ich auch nicht zumuten, denn würde ich mal sagen. Oh, warte mal. Warte, warte, warte. Das will ich euch ja zeigen. Ich glaube, das waren Papeti, ne? Ein Kleintier. Ja, siehst du. Ich leg mich mal hier hin. Ah, ist da doch ein großes Tier. Ja, moin. Muss mich mal eindieseln hier, der Wind steht nicht gut. Da hinten. Da hinten. Ein Mädel. Oh, das scheint eine Herde zu sein. Oh ne, da ist auch ein Bock oder ein Bulle oder wie auch immer. Den soll ich mir ja gönnen. Aber wo steckt der Junge? Jo, mal eben ganz geschmeidig durch den Stein durchgeschlichen. Du darfst abhauen. Genau, steckt da. Ich will den Bagger haben. Wo bist du? Wo bist du? Da ist er.
Schrei doch nicht so. Zack. Ah, ich weiß nicht, ob der zweite getroffen hat. Der erste definitiv. Schauen wir mal. There should be a track nearby. Ja, ja, ich sehe die. So, hier war der erste Hit. Oder sogar der zweite, ich weiß gar nicht. Ist das noch der zweite? Mittel. Der dürfte nicht weit gelaufen sein. Ja, wäre auch möglich gewesen, dass da mehrere Männchen waren. Ach, da hinten liegt er schon. Aber der stand gerade so günstig. Ich könnte mich jetzt auch auf die Herde konzentrieren und die immer wieder rancallen, aber ey, da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich will endlich meine Bronze. Ich will endlich meine Kojoten-Quest abschließen und deswegen mache ich mich da jetzt auf den Weg hin. Dieser Bedürfnisstelle. Oh, hier ist noch ein Elch irgendwo. Großwelt. Das ist der Elch oder ist das das? Die Weibchen. Kann ja mal callen. Mal gucken, ob was zurückguckt. Mit dem Bogen arbeiten hier. Gehe ich denn mal hier unter die Tanne? Wind ist nämlich sehr günstig. Na, wo bist du? Zeig dich. Da ist die Madame. Kabum. Und vorne ist natürlich immer ein bisschen scheiße. Er wird wohl nicht so tödlich sein. Sehr gering, ja, das ist klar. Vorne geht er halt nicht so durch. Da jetzt hinterher zu laufen Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir jetzt mal kurz an, wo bin ich hier? Okay, werde ich mir mal merken hier. Und werde dann mal danach auf die Suche gehen. Ja, eigentlich blödsinnig, wenn das Tier direkt vor einem steht und dich praktisch anguckt, dann zu schießen. Oh, hier ist noch ein Bedürfnisgebiet. Weil die Pfeile wirklich nicht richtig da treffen, wo sie eigentlich treffen sollten. Immer besser, wenn man dann halt seitlich versucht zu treffen, aber
Man ist dann halt irgendwie so schießwütig und schießgeil. Steps gehört. So, und ich werde jetzt schon mal auf 200 Meter anfangen, die Kojoten zu callen. Brauche nur irgendwie einen Call, um zu wissen, dass die da sind. Oder dass einer da ist. Und dann kann man halt so langsam die Verfolgung aufnehmen. Deswegen gehe ich auch aufrecht. Also ich laufe nicht, sondern ich gehe. Weil beim Laufen verscheucht man halt oft die Tiere und wenn ich nur gehe, kriege ich oftmals halt einen Warning Call und kann dann schon mal die Richtung wissen, wo der Junge sich denn befindet. Ich will die Spuren mal hier gucken, aber ich denke mal, das sind dann eher die. Yes. Aha, was habe ich gesagt? So, jetzt heißt es Ruhe bewahren. Suche ich mir hier gleich ein schönes Gebüsch, wo ich mich hinter verstecken kann. Ja, hier sind schon definitiv die Spuren, glaube ich, ne? Ne, das ist doch keine. Der Wind ist natürlich auch scheiße. Ich will mal eindieseln. Das Blöde ist, ich habe hier keine Versteckmöglichkeiten. Höchstens die Tanne da, oder? Ob ich da gutes Sichtfeld habe, weiß ich nicht. Also hier hinter dem See, da geht es nochmal so einen kleinen Wall hoch und dahinter eine große Wiese und da ist halt dieses das Gebiet von denen. Hier bin ich relativ geschützt, ne? Hier könnte ich sogar stehen. Da oben? Da ist er doch, oder? Ne, das war das Gebüsch. Verdammt!
Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier über den Wall gehe, zu dieser Wiese hin, dann bin ich nicht mehr in dem Gebiet, wo ich praktisch das Foto machen müsste. Hier. Ja. Aber die Position gefällt mir hier auch gar nicht irgendwie. Wo halt mehr Sichtfeld. Aha, und da kommst du also. So, dann brauche ich jetzt eigentlich nur das Fernglas. Eigentlich auch nur ein kleines Sichtfeld. Da habe ich ihn. Da habe ich ihn. Ich müsste den ja eigentlich mit dem Bogen jetzt erlegen. Dafür brauche ich aber andere Pfeile. Bei denen. Ah toll, jetzt ist der Marker genau da. Diesel mich nochmal ein. Vielleicht erwischen wir den ja nochmal. Jetzt geht er wieder weg. Ich mache jetzt einfach mal den Marker hier weg. Marker weg, Marker weg. Ups. Ups. So, das letzte Tier hatte ich hier irgendwo geschossen, ne? Ja, bell du Mann. Bisher. Das wird vorsichtig. Der haut wieder ab. Komm schon, Junge. Na? Läuft er lang? Ja, du bist neugierig, ne? Wir sehen, was das ist. Linken Seite kommt auch noch einer. Glaube ich zumindest.
Wahrscheinlich hat die links auch noch Steps gehört. Egal, ich konzentriere mich jetzt auf den hier. Weil sie hier hochgehen. Kann mich nicht sehen und nicht hören. Komm endlich hierher. Du räudiger Kojote. Ja, der Wind ist auch echt scheiße. Ist schon weiter weg. Wo bist du? Da hinten, ja. Ich mal voran. Eigentlich auch gar nicht wichtig, den zu schießen, aber wenn man den mal schon mal vor sich hat, so, ne? Sind halt sehr scheu. Noch ein bescheuerteres Schussfeld hier. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir den in Ruhe. Die Dame. Wir haben ja noch einen Wapiti-Bullen, haben wir ja schon geschossen. Das andere werde ich mir jetzt noch mal versuchen zu verfolgen, das was ich angeschossen habe. Und ja, nicht so eine spektakuläre Folge, aber denke mal, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Moin Moin!